Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Das ist ein spezielles Video, das mache ich jetzt extra für Martin. Müsst ihr mal gucken bei meinem Unboxing von der Fritzbox, von der neuen, von der 7320 SL oder 7360 SL, keine Ahnung, das was ich gestern, nee, beziehungsweise heute veröffentlicht habe, gestern gemacht habe. Hat er mir gefragt, ob ich mit 1 und 1 zufrieden bin. Und das kann ich so in einem Text schlecht verarbeiten. Und da habe ich ihm geschrieben, pass auf, ich mache mal ein Video und erkläre dir das mal genauer. Weil mit 1 und 1 bin ich zufrieden, mit Vodafone überhaupt nicht. Bei mir ist es momentan so, ich bin 1 und 1 Kunde. Ich habe von 1 und 1 eine 16.000er Doppelflat. 1 und 1 hat keine eigenen Leitungen. Die mieten sich die ja an. Und da war keine Möglichkeit, eine Telekom-Leitung zu bekommen. Ich habe leider eine Arcor- bzw. Vodafone-Leitung. Und bei Handy sind die wohl, sind die top. Ich habe Vodafone seit Jahren, seit 15 Jahren bin ich Vodafone-Kunde. Werde da aber jetzt auch demnächst wechseln, weil 1 und 1 da einfach billiger ist, auch bei Handy-Tarif. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Und ja, ich weiß nicht. Also das ist bei mir ein bisschen, normalerweise, wenn hier euer Haus ist, hier ist der Server von der Telekom oder Arcor und dann habt ihr praktisch einen Leitungsweg und vom Server, also ihr geht die Leitung, na, ist ein bisschen scheiße zu erklären. Ihr geht euer, ich gehe mal vom festen PC aus. Der ist an der Telefondose, also an einem Router dran, der Router ist an der Telefondose. Da geht das Internet ja rein. Von der Telefondose geht es durch ein Kabel bis zum nächsten Verteiler, vom Verteiler aus vielleicht noch zu einem nächsten Verteiler oder direkt ins Servergebäude der Telekom bzw. Arcor. Na, eigentlich Telekom. Eigentlich Hauptserver ist Telekom. Und von da aus geht mein Signal dann ins World Wide Web. Ja? Und bei mir ist es so, bei mir geht es auch bis zu diesem Telekom-Gebäude. Das sind umgerechnet 750 Meter. Also nicht bis zu diesem ersten Kasten. Ich habe es nicht weit bis zu meinem Telekom-Gebäude. Das Server-Gebäude, das ist, nee, da, die Seite. Laufe ich hier immer quer durch, dann stehe ich genau vorm Server-Gebäude. Also ist nicht weit weg. Das sind 750 Meter, weil der Kabel außen rum geht und nicht hier durch. Von da aus habe ich aber nochmal einen Leitungsweg zum Arcor-Gebäude. Das ist bei uns am Bahnhof. Das sind nochmal um die 3 Kilometer, also knapp 3 Kilometer. Dadurch habe ich ein megamäßigen Puffer. Also ich habe einen Puffer von, also ich habe meine Leitung öfters mal schon durchgecheckt. Ich habe einen Puffer von über 50, von 55 oder sowas in dem Dreh. Und das ist halt ein bisschen scheiße. Ich wollte, wo ich umgezogen bin, eigentlich eine direkte Telekom-Leitung haben. Geht aber nicht, weil Arcor sagt halt, Mensch, der zieht um, wir brauchen da und da einen Port und dann müssen sie das nehmen, was da ist. Ja, und da war halt leider Vodafone. Ich habe richtig abgekürzt, weil ich habe mit Vodafone-Leitung habe ich nur Probleme, dass die abkackt, dass sie dann einfach mal weg ist für eine Weile und dann irgendwann wiederkommt. Und ich bin da so am Fluchen, ey, das war vorher nicht. Und vor etwa 2-3 Jahren haben sie das Servergebäude hier in meiner Stadt neu gemacht, also hier, ich wohne in Hüterburg, das ist ein bisschen unter Berlin und da haben sie das Servergebäude neu gemacht und neue Serverin gesetzt oder irgendwas dergleichen. Und seitdem habe ich nur Probleme. Und jetzt mit meinem neuen Router, weil VDSL gibt es nur von Telekom, ja, geht mein Internetsignal in die Dose, von da aus in den ersten Verteiler, von da aus ins Telekom-Gebäude, von da aus ins World Wide Web und ohne, dass es zum Arcor-Gebäude geht. Da hoffe ich, dass ich dann diesmal auf jeden Fall eine bessere Leitung habe. Aber mit der Leistung von 1 und 1 bin ich sowas von zufrieden. Ich kann nahezu jeder Stunde, ob es früh ist, Mittag, abends ist, ist scheißegal, ich kann da anrufen. Hab immer jemanden dran, immer freundlich, wenn der oder diejenige mir in dem Augenblick nicht helfen kann, werde ich weitergeleitet in der technischen Abteilung oder was weiß ich. Und ich habe das nie gehabt, dass mir da irgendwie nicht gleich geholfen wurde. Wenn mir nicht gleich geholfen wurde, haben sie gesagt, wir müssen das klären. Können wir sie zurückrufen? Und da habe ich gesagt, ja. Und da haben sie mich auch umgehend zurückgerufen. Also funktioniert astrein. Also Arcor, Daumen oben, ist echt Bombe. Kann ich echt
viele sagen ja immer, die haben Abbrüche von der Leitung und die Kacke, die Leitung ist Kacke und so. Leute, dafür kann 1 und 1 nichts. Also 1 und 1, Daumen hoch. Habe ich eben Akku gesagt? Akku ist Kacke. Kacke. Dafür kann 1 und 1 nichts. 1 und 1 mietet die Leitung nur an. 1 und 1 wartet die Leitung nicht, 1 und 1 pflegt die Leitung nicht, 1 und 1 legt keine Leitung. Das sind alles entweder ehemals Bahnnetleitungen oder Telekomleitungen bzw. Arcor-Leitungen, weil Arcor ja auch mal eine Weile lang Leitungen gelegt hat, die 1 und 1 anmietet für euch, wenn ihr 1 und 1 Kunde werden wollt. Sagen sie hier so und so, ja, und dann mieten sie eine Leitung an und die kriegt er dann. Und da es da Leitungsabbrüche sind, dafür kann 1 und 1 nichts. 1 und 1 macht denen dann halt nur von der Telekom oder von Arcor oder was weiß ich, machen die Druck, macht das. Unser Kunde braucht Internet. Aber mehr können die da auch nicht machen, weil die keine eigenen Techniker haben. Auch wenn ihr einen Anschluss von 1 und 1 nimmt, der Techniker, der herkommt, das ist immer noch ein Telekom-Techniker. Weil die Leitung eigentlich offiziell alle der Telekom gehören. Ist ja nun mal so. Also da müsst ihr Unterschiede machen. Wenn ihr da Leitungsabbrüche habt, 1 und 1 kann da überhaupt nichts dafür. Das ist rein die Leitungsinhaber und das ist Arcor oder Telekom. So, das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte deine Frage mit beantworten. Habe ich extra für dich gemacht, Martin. Danke für deinen netten Kommentar. Martin ist ja auch schon länger Abonnent von mir und antwortet oder schreibt öfters mal unter Videos runter. Dafür erstmal einen Daumen hoch von mir an dich. Ich bedanke mich. Ahoi, sagt euer Odin.